Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda mit Majora's Mask von Shadow Lord. Ja, im letzten Part haben wir ja eigentlich nichts gemacht. Das kommt durch am besten. Und nun, wie wir schon Taya hören, erstellt den Weg zu den Bergen, führt durch das Nordtor. Und da müssen wir jetzt hin, in die Berge. Zumindest vermuten wir mal, dass es so gute Idee ist. Also gehen wir mal Tayas Rat nach und gehen mal direkt durch das Nordtor. Und wollen wir gucken, was da so los ist. Ja, da haben wir mal wieder einfach den. Und diesen lustigen Witch. Das fällt mir ein. Nein, das nicht. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Weststadt. Da ist nämlich was, was ich doch gerne mitnehmen würde. Könnt euch vielleicht schon fast denken, dass das sein könnte. Gut, das kann es ein bisschen dauern, bis ich in der Weststadt ankomme. Da ist jetzt gerade das dämlich an der Sache. Holla. Na gut, so gut dann doch nicht. Das wäre doch gewesen, wenn ich eigentlich so an die Tour rankommen könnte. So, okay, so, dann ist doch mal da oben durch. Riesige Umwege sind lang. So, jetzt bin ich hier richtig. Wie gesagt, vielleicht könnt ihr schon denken, dass ich mir noch holen möchte. Ich möchte doch Geld abheben, ja. So. Okay, Rune abheben mal. Früher habe ich immer gedacht, der Typ wäre blind. So, dann möchte ich mir gerne mal 100 Rubin abheben. Ja. Passt schon. So, oh, da fällt mir was drauf. Was eigentlich? Ich habe es vergessen. Und gleich richtig beim ersten Mal. Ich glaube, ich hätte scheuert. Mehr Zeit ist immer gut. So. Und ab dafür. Ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn man, ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn man zeitbedingte Sachen machen möchte, aber ist ja im Prinzip auch wurscht. Wir haben ja alle Zeit der Welt, ne? Wir haben immer 3 Tage. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? So, und hier müssen wir den Typen wieder mal reden, dass er uns wieder durchlässt. Das ist das Nervige, müssen wir das bei jeder Wache machen, wirklich bei jeder. Das heißt, wir gehen immer durch selbe Ton rein, einmal rumherum. So, die Berge von Termina. Und wir brauchen den Bogen. Ja, keine Pfeile hat. Okay, ich muss kurz Pfeile mir besorgen. Gut, das sind Busches. Ja. So. Ja, wie ist die? Ich wollte Pfeile. Pfeile? Dann hack ich mal im Busch. Ah, doch, ein paar Pfeile dabei. Ja, gut. So. Dann kommt mal ruhig zurück. Mit diesen Pfeilen müssen wir die da oben aus dem Eisklotz drauf schießen. Ja, das sollte eigentlich treffen, oder? Also so. Ja, runter. So. Sehr gut, noch einmal. Oder so. So, jetzt aber. So, dadurch haben wir den Zugang zu den Bergen geöffnet. Und da unten haben wir noch Leute, die bekämpfen jetzt. Ich denke mal, kann ich ja mal probieren. Ja. Na komm. So, das ist eigentlich die ganze Sache. Und. Sehr schön. Ups. Ich wollte eigentlich zu Seite ausweichen. Das ist halt die ganze Sache, wie man so Dorkus am besten besiegen kann. So. Das ist die ganze Strategie dahinter. Gar nicht mal so schwer, ne? Und. Ich wünschte, ich hätte ein verstärkeres Schwert. Okay. Und. Sehr gut. Der ist besiegt. Aber ihr wisst ja, was die Dogs gerne machen. Sie explodieren. Dafür kriegen wir immer einen Violett-Token. So können wir ganz schnell ganz viel Geld farben, Leute.
Und das, ich denke mal, es ist gar nicht so falsch, dass ich ein bisschen Geld dabei habe, weil, ihr werdet es sehen, es ist auch nichts so Verwunderliches, was ich damit vorhabe. Von daher ist es ein wenig okay. So, hier ist schon mal auf dem Bergfahrt. Und ist ein bisschen rutschig. Ich mach mein Schwert. Ja. Das Schwert ist Mist, ohne Scheiß. Die Reichweite ist einfach zu gering. Was drin? Ah, okay. Da. Ich hab keine Karte von dem Gebiet. Das ist scheiße. So. Ich muss mich jetzt nochmal wieder dran gewöhnen. Ich muss zugeben, das, was ich gespielt habe, ist ein wenig her. Na super. Okay, hier brauchen wir kurz unsere Carbon-Maske. Na gut, dann eben so. Und einmal hier so mit hinstellen. Schild aufgerüstet. Okay, Hasenmaske weg, Hasenmaske auf. Und. Bumm. Gut, wenn man diesen Trick. Hört das eigentlich auch nicht? Das ist einfach nur die Schneese produziert. So, gut, dass wir den Trick haben mit den. Oh, das ist ein Trick. Dass wir dann so mit einem Schild abwerfen können. Das ist eigentlich ganz gut. Aber egal. Ja. Ich bin kein guter Schwertkämpfer, definitiv nicht. Da muss ich noch ein bisschen mehr arbeiten. Was steht denn hier? Jetzt nicht mehr. Ich hasse, dass dir das passiert. Eine Magieflasche. Das haben wir nochmal von der zweiten Vier bekommen, fällt mir gerade mal ein. Mir fällt nicht mal ein, was wir von der zweiten Vier bekommen haben. Unglaublich. Die Bergsiedlung. Also ich merke es gerade erst, wir scheinen hier wohl einen ziemlich heftigen Winter zu haben. Einen ziemlich heftigen Winter. Na holla die Waldfee. Na gut, okay. Naja. Ja. Hier haben wir übrigens, nein. So. Hier haben wir übrigens für uns einen sehr interessanten Raum, ein interessantes Gebäude. Ich gehe mal rein, das zu zeigen. Die sind hier bei der Schmiedewerkstatt. Und ja, hier können wir uns tatsächlich unser Schwert verstärken. Das geht aber nicht, weil die Esse eingefroren ist. Und das ist ein wenig doof. Also kommen wir ein andermal wieder. Gut, da vorne haben wir noch einen Goron. Den können wir auch helfen. Na, aber jetzt doch nicht. Reden wir mit dem. Wohohoho. Hier oben. Verzeih, dass ich dich von hier oben aus überlästige. Was hast du aber für eine komische Mütze auf? Ah, ich bin so sehr hungrig und sitze hier fest. Irgendwann kann aber auch geholfen werden. Aber wie, fragt ihr? Das ist ganz einfach. Erst einmal aktivieren wir die Old-Statue, damit wir jederzeit zurück können. Und Tio. Hoppla. Wir haben noch ein Schild. Diesmal wirklich vorlesen. So. Nahrung an alle Warnung an alle Goron. Tiefes Wasser. Nichtschwimmer sollten hier nicht aufhalten. Ja, Goron sind notorische Nichtschwimmer. Das wissen wir vielleicht. So, aber wie wir haben gesehen, hier gibt es Goronen. Okay, der ist auch ein bisschen zu groß dafür. Hier gibt es Goron. Und da wollen wir jetzt nicht hin. Dafür müssen wir das Schild hier ansehen. Zum Goron-Dorf. Vorsicht vor dem Schneewolfus. Wolfus. Die Werwolf gehen. Oh, das ist ja doof. Und wahrscheinlich auch hier die Kabel. Ja. Ja. Super. Ich brauch Herzen. Ich brauch Leben. A Heartful Hero. Na gut, nicht ganz, aber. Ah, du hast ein Heartful Hero, oder? Wieso? Wieso hat sein Schildgegner abgelöst? Ah. Mano. So, da oben sehen wir auch schon, darauf haben wir Tingel und dafür wollte ich den Spiegel holen. Sniper Shot. Bums. Na gut, Sniper Shot nicht wirklich, aber egal. So, reden wir mit ihm mal. So, nein, ja, gut. Das wissen wir ja immer, das wiederholt sich ja ständig, weil wir ihn immer wieder neu kennenlernen. Bla bla bla. Ja, okay. Aber dass er hier in diesen
denn da auf eine Schneewarte? Was ist das? Eine Schneefee? Oi. Ja, gib mich dann. Na gut, dann hör einmal das Giovanni-Ranch, okay? Erstmal hier. Ah, die Gebärde habe ich schon. Ja? Ja. Okay. Hab ich auch schon. Okay, warum wird meine Karte nicht angezeigt? Ist doch die Wikibären ja, oder? Wie Wolf und die zweite! Ja, das, du redest da gerade ein bisschen latent Scheiße, mein Freund. Ja. Ah. Okay, das könnte ich ein bisschen dauern, weil da. Okay. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Blöd, Mann. Egal. Hier sind wir fast schon am Gorondorf angekommen. So, das ist doch die Hauptsache, ne? So, und hier ist auch dies der Winter. Die großen Eingriffe von Gorond 40 Assam. Das ist mega schön. Es ist kalt. Es ist schwer, bei dieser Kälte wach zu halten. Willst du den Gorondschrein betreten? Ja. Dann öffne ich das Tor mit meinem Gorondstampfer. Ich werde es jedoch rasch wieder schließen, um nicht so viel Kälte hineinzulassen. Also meine ich, bist du bereit? So, das ist natürlich jetzt so ein kleines Rennen. Rems. Das Tor, das direkt unter uns ist. Das Tor ist bereits offen. Ich werde es gleich wieder schließen. Meine ich. Ja, okay. Das Tor ist im Prinzip ziemlich genau unter uns. Deswegen. Man kann durch das halbe Dorf rennen, man kann aber auch direkt hier reinlatschen. Und wir sind im Gorondschrein und ein Gorondbaby scheint wohl ganz schön zu schreien. Dieselbe Musik wie im Gorondorf damals, ist ja toll. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Ich wünsche, jemand würde etwas unternehmen. Oh, dieses Geschrei ist wie Donner in meinem Kopf. Oh, dieses Kind hat ein zieliges Organ. So, machen wir mal ein bisschen die Töpfe Gegend. Wir wissen ja, oh, die Buchstaben. Wir wissen ja, Lorn macht nichts lieber. Oder, lieber Lorn. Als die Buchstaben. Okay. Ich bedenke, wenn auch der Grund war, es damals ja so, oh, ein Dekustab, das heiligste aller Heiligen. Oh, so groß in meiner Flasche. Brauche ich jetzt nicht. Obwohl, scheiße, ich nochmal von der dritten Fee. Ich habe eine zweite Fee bekommen, kann ich gleich daran erinnern. Oh Gott, ist das schrecklich. Ay, caramba. Nee, du. Meine Güte. Mädchen oder Junge. Papi, Papi. Mir ist kalt, Papi. Nicht nur dir, aber damit. Bist du dein Papi? Tu was dagegen! Wir sind in unserer Klasse! Der Älteste braucht so viel Hände auf, doch kam er bis jetzt noch nicht zurück! Sein Sohn kann dir noch nicht aufhören zu weinen! Wir sind immer kälter, man wird aller froh sein! Oha! Scheiße! Das ist echt kacke, da muss man doch was gegen machen! Ich muss doch was mit der Automatik haben oder so! Ja, ich weiß noch, was scheiße, aber trotzdem, komm mal! Komm. So. Oh, was ist denn hier drin? Oh, da. Na, ja. So, erstmal Maske weg. So. Okay. Oh mein Gott, das ist erschreckend hier. Ich gehe wieder. Oh Gott. Ja, hier müssen wir eigentlich auch hin, aber jetzt scheinbar noch nicht. Sieht also, uns fehlt noch das richtige Ding dazu. Sagen wir es mal so. Oh Gott, ist das schrecklich. Hilfe! Da haut mich mal wieder ab, bevor mir mein Schädel platzt oder sowas. Meine Fresse. Ja, ich hab nichts gegen Kinder, aber... Nein. Oh, da vorne haben wir wieder einen Deku. Ja, das ist der Deko-Händler und wir können mit dir das gleiche machen wie den anderen. Schau es dir nochmal ein bisschen um. Oh, die Eule. Na, sowas. Tag, Eule. So treffen wir uns wieder auf ein Kind.
waren dir meine Statuen von Nutzen. Es sieht so aus, als würde ihn dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Dorf der Goron. Im Land ist ihr Landes verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird in diesem Land mehr erblühen können. Oh, das ist die Flucht, weshalb hier so viel Schnee liegt. Oh, ja, das ist Kacke. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diesen Extrembedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt von ewigem Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Willst du das, willst du? Sag mir, willst du weitergehen? Freilich. Juhu, viele Stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde dich nun erheben und auf den Schrein zufliegen. Folge mir, doch vertraue nicht nur auf deine Augen. Lass dich von deinem Gefühl leiten. Dann wird sich dir ein Weg offenbaren. Bist du bereit? So, folge mir nach. Joa, das, die Eule macht nichts, was du gerade gesagt hast. Da hinten ist der Schrein. Also, dieser Eisklotz mit der Tür. Und ihr seht, verliert er unterwegs Federn. Und das ist eben der Punkt. Der Weg ist unsichtbar. Aber diese Federn können... Hoppla. Es scheint, als schön ist nicht für dich. Schuh, vertrage dich. Noch kein Meister ist von Himmel gefallen. Doch, ich gerade eben. Doch lass dich nicht von Ungeduld ergreifen. Sie vergiftet dein Herz und mit brennender Unruhe. Willst du einmal wagen? Ja, gut, ja, hatten wir schon. Okay, das ist ja gerade, wenk scheiße. Ja, aber im Prinzip müssen genau das machen. Folge der Eule, folgt den Eulenfedern, ganz genau gesagt. Ich glaube, es ist ja in dem Fall ganz schlecht, die Maske, die Hartmann zu tragen, weil die einfach zu gut sind. Ja. Wow. Das war knapp. Ja. Und. So, und. Sehr schön. Jupp, die Haferer waren in dem Fall sogar schlecht. Schuh, nicht umsonst habe ich an dich geglaubt. Doch auch ab hier sollten deine Augen sich nicht täuschen lassen. Traue auf deine Gefühle. Tritt nun in den Schrein. Ich erwarte etwas, was dir auf deine Reise von großem Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Ja, viele Leute können sich vielleicht schon denken, was es sein könnte. Es ist ein altgebrachtes Zelda-Item. So rum. Also ich wollte schon mein Stern benutzen, aber egal. So, ja, komm. Also. So, und... Wuhu! Bombenparty! Ich würde sagen, wir brauchen Bomben, wenn er eine Kabummaske hat. Yeah. Und noch einmal, was so schön war. Nein, die Maske muss ich erst wieder aufladen. Das war mir zu lang. Jetzt nehmen wir die Bomben. Davon haben wir noch mehr als genug. 30. Ja gut, okay. 30 Stück, das ist nicht mehr so gut. Ja, und sogar unterhält. Hier, ein bisschen. Einmal den Controller hier. Oh, noch eine Truhe. Sehr schön. Ja, wir haben ja alles Getula hier. Oh, mal 50 Rubine. Ein Propon Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 50 Rubine. Du strahlst vor Freude. Und meine Börse ist schon wieder voll. Wunderbar. Sonst ist hier nichts. Gut, dann machen wir mal. Öffne die Truhe. Sehr schön. Und was könnte sich da drin aufhalten? Es ist... Das Auge der Wahrheit! Wie ist es von Ocarina of Time hierher gekommen? Oder eine Frage, das ist ja hier der Zeitspiel, bevor wir Ocarina of Time das Ding gefunden haben. Wie kam es von hier nach Ocarina of Time? Das, liebe Leute, sind Fragen, die niemals geklärt werden. Und ich würde sagen, im nächsten Part finden wir heraus, was wir mit den Augen der Wahrheit anfangen können.
Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!